Hallo meine Lieben, heute machen wir einen Lush-Live-Haul. Ich bin jetzt noch hier in my home, aber wir sind jetzt dann am Weg. Ich bin super, super excited. Wir machen ja immer die DM-Live-Hauls. Jetzt machen wir einen Lush-Live-Haul und ich quatsche noch ein bisschen, wenn ich am Weg bin, aber das machen wir heute. Ich bin so excited. So, wir sind jetzt draußen und es ist ziemlich, ziemlich regnerisch. Ah, ich werde noch schnell die AirPods reingeben, aber das heißt, ich habe jetzt ja schon sehr, sehr lange nichts mehr beim Lush eingekauft und bin deshalb auch super duper excited zu sehen. Jetzt werden wahrscheinlich die ganzen Weihnachtsbomben, Badebomben und sowas sich dort befinden. Ich hoffe, es ist nicht zu laut im Hintergrund. I'm sorry. Wir gehen jetzt gerade zur U-Bahn. Wir müssen zur U-Bahn und ich muss meine Maske holen, weil die habe ich vergessen. So, Maske ist dabei. Ich habe sie jetzt noch schnell geholt und ich habe auch meine 5 Pöttchen mit. Das heißt, die werden wir dann auch eintauschen gegen eine Maske. Da freue ich mich natürlich, es ist extrem viel los heute. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir gedacht, ich gehe früh, damit es eben nicht so viel los ist. Aber ich glaube, es wird heute, jetzt ist, es beginnt schon langsam dieser Weihnachtsstress. Also, I hate it. Aber the most wonderful time of the year. Okay, das heißt, ich gehe jetzt zur U-Bahn und wir sehen uns dort. So, my friends, wir sind da. Ich gehe jetzt gerade zum Donauzentrum. Da bin ich sozusagen aufgewachsen, weil mein Bruder hat bei den Vienna Capitals hier, ich weiß nicht, ob die noch immer ihr Stadion da haben, aber ich vermute schon, hatten sie ihr Stadion dort und ich und meine Mutter sind bei den Trainingspausen immer ins Donauzentrum gegangen. Aber jetzt gehen wir dorthin, nur wegen dem Lush. Ich will dort wirklich nur rein wegen dem Lush und dann bin ich wieder weg. Ich mag das Donauzentrum überhaupt nicht. If you like it, it's good for you, aber ich war da schon so viele Jahre drinnen, I don't need it anymore. Und es ist so viel los, Leute. Es sind so viele Menschen die ganze Zeit um mich hin. Ihr habt Glück, es ist nie peinlich, in der Öffentlichkeit mit mir selbst oder beziehungsweise mit meinem Handy zu reden. Aber okay, wir gehen jetzt rein zum Lush. So, people, es geht sehr langsam, es ist enorm viel los, wie immer. Aber warte, 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 wir haben es gleich und... There it is! We are here! Let's go! Okay, hier mal den Shop für euch. Und wir legen los. Ich muss erst einmal ein bisschen kommen, Leute. Ich habe mir noch gar nicht überlegt, was ich eigentlich alles kaufen möchte. Eine Badebombe definitiv. It's so, so cute und es riecht immer so, so, so gut. Ich weiß, es sind viele Hintergrundgeräusche. I'm so sorry, people. Aber das ist so, wenn wir einen Live-Haul machen, dann funktioniert das so. Okay, gucken wir. Hier haben wir noch so Halloween-Stuff. Bisschen schon. Da haben wir die Halloween-Dinger. Aber ich finde es sehr, sehr süß. Ja, ja. Ich habe ja noch keine Ahnung. Ich schaue dann, ob es... Da gibt es ein Körbchen. Wir nehmen uns mal so ein Körbchen. Und wir gucken mal. Wir haben ja... Dann mit Body Lotion. Ich finde ja diese Lime Bounty, die finde ich gut. Da habe ich jetzt noch ein paar kleine Packungen. Ich überlege jetzt, ob ich noch Snow Fairy. Okay, warte. Ich habe mir das noch nicht ganz so überlegt, wie wir das hier machen, Leute. Aber ich rieche jetzt mal dran. Oh, die riecht so nach Marshmallow, so richtig süß. Das ist das Gute an so Live-Sachen. Ich rieche es immer, weil normalerweise bestelle ich immer online, weil ich keine Lust habe mit so vielen Leuten auf einmal hier zu sein, aber Sleepy, was ist da drinnen? Da haben wir, so ich muss aufpassen, wie ich filme, genieße die traumhafte Umarmung aus, okay, Lavendelwasser. Ich habe jetzt nicht so viel Lavendel da gerochen. Okay, aber es riecht nicht so schlecht. Das wäre für mich Hand und Body Lotion. Okay, ja, also für die Hand werde ich es jetzt nicht benutzen, weil es ist mir einfach zu groß. Aber das wäre etwas, was ich definitiv nehmen würde. Es gibt so viel mittlerweile. Wie ich das erste Mal beim Lush war, wie ich noch klein war, da gab es fast gar nichts, kann ich euch sagen. Also da gab es nur die Badebomben und Seifen. Das war das Einzige. Und mittlerweile haben sie so, so, so viel. Nein, 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 alles gut. Ich schaue noch und passt. Danke. Okay. Da haben wir so Körpermasken, das finde ich ja nicht schlecht. Wir haben ja auch die Peelings, sehe ich jetzt nicht. Da haben wir Handcreme, will ich nicht. Das ist das Einzige, da habe ich so viele
das ist Körperpuder. Verschwitze oder was? Schmitze, Prise, okay, das ist wie so ein Körperparfum, irgend sowas. Dann haben wir hier, ich meine, solche Sets finde ich ja auch nicht schlecht, aber ich überlege gerade, das Einzige, was ist diese Sleepy Body Cream und Hand Cream, die finde ich sehr, sehr interessant. Dann habe ich eine von diesen Badebonnen gesehen, die finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber ich bin immer so, also so funktioniert bei mir Shoppen. Ich gucke ganz, ganz viel am Anfang und dann überlege ich mir. Also ich habe schon ein paar so Favorites, die weiß ich, die nehmen wir schon. Okay, das ist so festes Shampoo. Da bin ich so überhaupt nicht der Fan davon. Da kann ich leider gar nichts damit anfangen. Okay, was ist das? Wasabi-Shampoo. Ja, das ist ja spannend. Das weiß ich aber nee. Also das ist mir dann, riecht dann wahrscheinlich auch so stark. Sicher gesund, aber was ist das? Das ist CO2-Wash, frische, krauses Haar. Ja, das ist alles so Haar. Wir sind gerade in der Haar-Section, habe ich gerade bemerkt. Und das weiß ich nicht, ob mich das so anspricht. Was haben wir hier? Haben wir auch so. Das ist auch Conditioner. Conditioner. Was haben wir noch? Haarkopföl. Lockenstyling. Das ist auch alles Haare. Sie haben enorm viel. Ich muss dazu sagen, ich würde da eher die Sachen von Kaya interessieren mich enorm. Das werde ich euch auch wissen lassen. Da habt ihr mir viele geschrieben. Und zwar diese, dass ihr die findet, dass diese Cherry, also diese Lippenscrubs, gewisse von euch mögen sie und manche mögen sie nicht. Ich mag sie eigentlich recht gern. Finde sie manchmal nur ein bisschen trocken, muss ich dazu sagen. Ich gucke hier weiter, ob ich hier was finde. Wenn ich ruhig werde, merke ich gerade, muss ich es rausstellen, damit wir nicht die Musik hier. Das sind diese Zahnpasten. Jelly. Was ist das? Was ist das? Das ist so ein. Das ist also wie Zahnpasta, nur wahrscheinlich genau wie ein Jelly. Weiß ich nicht, ob ich das haben will. Ihr könnt es mir gerne, ich mache das gerne noch einmal für euch. Wenn ihr sagt, ihr findet es super, das macht, findet ihr voll toll, mache ich das gerne noch mal. Und dann kann ich auch so Sachen kaufen, die euch dann interessieren. Wir machen das jetzt heute das erste Mal. Aber ich find den, diesen Cherry, der interessiert mich. Oder Watermelon Sugar, die sind schon ein bisschen interessant, muss ich schon sagen. Die finde ich interessant. Sie sind ein bisschen billiger wie von Jeffree Star. Jeffree Star kosten sie 13 Euro. Was ist Vampire Kisses? Was ist das? Gucken wir mal. Es ist... Okay, ich riech mal dran. Warte, ich lege euch kurz hin. Okay, es riecht nach... wie heißt das? Nach Weintrauben. Aber das ist nicht mein Favorite. Also mich würde jetzt Cherry... Also eigentlich bin ich Watermelon Sugar. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt schon. Ups. Da. So einen nehmen wir mit, weil der interessiert mich enorm. Das heißt, den nehmen wir mit. Den da habe ich mich schon entschieden. Der kommt auf jeden Fall mit. Da haben wir auch noch Badebomben. Da haben wir... Okay, die haben ja auch Perfumes. Das ist natürlich interessant, weil wir sind ja natürlich tierversuchsfrei und das fände ich wäre definitiv very interesting. Karma. So, wir riechen mal an Karma. Ich sprühe das mal hier so. Seht ihr es auch gut? Okay, das sind sehr, sehr Naturdüfte. Ich bin leider da, bin ich oft so raus, aber die gibt's auch. Aber da gibt es auch die vom hier vom DM, da habe ich die lieber. Was haben wir hier? Sie haben mittlerweile auch Kerzen. Guckt, wir haben auch schon mittlerweile Kerzen. Sehr, sehr spannend. Hier haben wir auch noch Seifen. Die finde ich, die habe ich auch einmal, aber die habe ich noch nicht einmal ausgetestet. Die ich und meine Mutter immer gekauft haben, waren diese Honigseife. Die haben wir immer gekauft. Ich weiß noch nicht, ob es ist Seife. Vielleicht nehme ich mal ein kleines Stückchen, aber hier haben wir so Duschgel. Hier wird es schon spannender. Das finde ich, schaut sehr, sehr spannend aus. Jetzt stehe ich direkt, glaube ich, über der Box. Sehr passend. Duschgel. Sehr, sehr, sehr spannend, das Ganze hier. Die Duschcherries. Ich mag sie ja. Duschleim. Was ist denn das? Sparkly Pumpkin Duschleim. Das ist...
ist ja so cool. Das nehmen wir definitiv mit. Ich meine, Halloween ist zwar vorbei, aber das ist einfach cool. Das nehmen wir definitiv mit. Das finde ich super cool. Look, das ist ja auch voll süß. Elf Shake. Unsere besten Elf im Regal. Handgefertigt in unserem Werkstatt mit frischen Trauben, Kiwi, Apfel und mit dem Duft Super Saurus Bubble Gum Balls. That's very, very cute. Ich würde sagen, wir nehmen... Ist jetzt die Frage, was ich mir auszeige. Eine große Größe oder ich will so eine mittlere jetzt einfach. Oh, beziehungsweise ich nehme, glaube ich, eine große, weil dann hat man länger was davon und ich finde den Preisunterschied jetzt nicht. Da würde ich eher das große euch auch empfehlen. Also wir nehmen einen so einen Elf Shake. This looks very interesting. Yes. Bouncing Santa. Guckt, da kriegt man so einen kleinen Santa. Aber das erkennt man jetzt schwer, weil man nicht weiß, was es ist. Aber die habe ich auch schon gehabt. Die fand ich jetzt nicht so interesting. Wir haben ganz, ganz viele solche Sets. Das sieht man, das finde ich gut. Das sieht man auch, was drinnen ist. Und da kann man es, kann man dann schauen, da kriegt so ein Set. Das finde ich süß, aber sowas bestelle ich meistens lieber online, weil das finde ich irgendwie einfacher. Was wir ja auch so eine Gesichtsmasken will ich definitiv auch kaufen. Wir haben hier Rosy Cheeks. Dann haben wir Brush Strokes. Ich finde aber Rose Cheeks Don't Look at Me. Finde ich auch cute. Wir nehmen einmal Don't Look at Me und Rosy Cheeks. Die zwei nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt gehen wir kurz auf die andere, Seite. Und gucken, was wir hier nehmen. Da haben wir Glen Coco. Dann haben wir Cosmetic Warrior. BB Seaweed. Seaweed finde ich aber auch immer gut. Dann nehmen wir, BB Seaweed nehmen wir auch mit. Ich bin nämlich super gespannt auf die Gesichtsmasken. Die wollte ich immer schon testen und ich habe gedacht, da machen wir heute. Heute wird es getestet, liebe Leute. Und ich will aber trotzdem noch. Ich will trotzdem diese Sleepy Body and Hand Lotion. Die finde ich klingt noch spannend. Also wir nehmen eine Packung von Sleepy. Bin ich jetzt ganz nass von dem Eis dort in den Masken drinnen. So, das heißt, wir haben jetzt schon eine recht süße Auswahl. Ich würde sagen, jetzt tun wir noch, jetzt kaufen wir schon noch auch Badebomben. Und zwar. Die finde ich ist wunderschön. Also ich weiß nicht, das flackert so ein bisschen. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas flackert. Ich hoffe, ich weiß nicht, vielleicht sehe das auch nur ich. Wir nehmen eine so eine wunderschöne Badebombe mit. Und wir nehmen hier noch eine Badebombe nehmen wir noch. Und dann Molpibo. Bin ich, glaube ich, finished. Ich habe dann das gekauft, was ich wollte, weil ich will nicht zu viel kaufen, weil ich habe noch so viel, was ich aufbrauchen muss. Das heißt, wir machen es nur... etwas kleiner, aber wir gucken noch, was wir noch hier mitnehmen. Oh, der ist ja auch gut. Was ist das? Snow Fairy Lights. Ja, ich weiß es nicht. Die finde ich aber auch nicht so schlecht. Snow Drift. Die finde ich ist auch sehr, sehr schön. Also ich würde sagen, die nehmen wir auch mit. Und dann... Den finde ich, der sieht auch noch so süß aus, dieser Snowman Finger Puppet. Aber das ist ja was zum Spielen mit dem Duft von Zuckerstangen. Was ist was zum Spielen drin oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das hat mich ein bisschen verwirrt. Das hat mich so an das andere erinnert. Aber. Ich finde, das wäre eigentlich, ist da noch irgendwas, was mich so super duper interessiert? Ich gucke jetzt nochmal hier, finde ich auch, die habe ich ja auch, ich glaube, die habe ich immer noch. Aber ich sage es, ich habe noch so viel, was ich testen, aufbrauchen muss, aber ja, in 100 Jahren habe ich es geschafft. Also was ist das eigentlich? Monster
In der Fantasie gelten, warte, ich muss es kurz so, in der Fantasie gelten keine Gesetze, auch nicht in der Schwerkraft. Badeastronautiger Duft. Okay, ich glaube, das färbt dann irgendwie so das Wasser. I think so. Wenn ihr es besser wisst, dann könnt ihr mir das gerne wissen lassen. Ich überlege die ganze Zeit. Ich bin auch leicht dezent überfordert, muss ich euch sagen, weil es so viel ist. Das, was ich fix wollte, waren Masken. Das wusste ich, dass ich das haben will. Und ja, den finde ich noch süß. Wir nehmen auch noch diesen kleinen Magic Center. Den finde ich noch sehr, sehr putzig. Das heißt, den nehmen wir auch noch mit, meine Lieben. Und dann würde ich sagen, war's das. Ich bin zufrieden. Es ist eine süße Auswahl. Nicht zu viel. Ich habe nicht übertrieben. Das freut mich immer für mich. Und genau, das heißt, ich werde dann auch noch kurz mit euch quatschen, das Video dann beenden. Aber wir sagen jetzt mal, ich gehe bezahlen und see you next time, Rush. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause und ich wollte euch noch zeigen, wenn ich das hier hinbekomme, weil die Ampel ist gerade rot, warten Sie kurz. So, und zwar, jetzt bin ich im Stiegenhaus, es war einfach zu mühsam draußen, es hat nicht funktioniert. Und zwar wollte ich euch zeigen, und zwar für die 5 Pots, die ich mitgebracht habe, habe ich mir die Catastrophe Cosmetics, ja wurscht, es ist auch eine Maske, die habe ich genommen, die Catastrophic, und es heilt ein bisschen, tut mir leid, ich bin im Stiegenhaus. Und dann habe ich auch noch bekommen, habe ich einmal eine Haarmaske. Und zwar Haschun. Ja, man kriegt ja immer so kleine Proben, wenn man. Das habe ich dann bei der Kasse bekommen, deshalb konnte ich es euch davor nicht zeigen. Und dann das kleine Daddy-O Shampoo. Und dann war das, glaube ich, ein kleiner Conditioner oder was war das? Ja, also ich glaube, das war noch so ein kleiner Conditioner, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, weil sie hat gesagt, das ist alles für die Haare. Das heißt, das habe ich noch bekommen. Aber liebe Leute, ich beende jetzt so dieses Video und sage, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich das wieder tue, lasst mich das gerne wissen. Ich mache das super gerne für euch. Und dann machen wir das wieder. Es war lustig, es war aber auch nicht so mein Favorite, weil es waren so viele Leute. Und ich glaube, oh Gott, das Licht ist aus, das Video ist vorbei. Hallo, hallo, hallo. Ach, warum geht das Licht jetzt nicht an? Licht wieder an. Ich habe jetzt schon vergessen, wo ich war. Aber wenn ihr wollt, kann ich das natürlich gerne nochmal für euch machen. Vielleicht gehen wir dann bei dem anderen Lush. Es gibt 2 Lush-Stores, von denen ich weiß, in Wien. Und da kann ich auch dorthin gehen. Aber ja, ich finde, es war recht lustig. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Würde es gerne auch mit The Body Shop machen. Fashion Life Roll mache ich auch noch. Ist alles auf meiner Liste. Alles, was ihr mir schreibt, schreibe ich mir auf. Wann ich es dann wirklich mache, es dauert halt. Deshalb, es dauert, es genauso wie das Hair-Video. Es dauert, aber ich schreibe mir alle Dinge, die ihr mir sagt, schreibe ich mir auf und versuche sie natürlich auch so rasch wie möglich zu machen. Aber jetzt, meine Lieben, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir und könnt es meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen hoch gebt. Also natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und euch super freuen, wenn ihr kommentiert. Bitte schreibt zuerst in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!